willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ja, Neumann und Herr Pfusch fahren davon. Ich habe da ein kleines Anliegen an dich. Und zwar erinnerst du dich, dass noch ich einen Häcksler habe? Du hast einen Häcksler? Den Holzhäcksler, genau. Ja. Yep. Und der ist immer noch zur Miete und den würde ich wahrscheinlich zurückgeben wollen. Mhm. Allerdings nur, wenn ich dafür was anderes krieg. Was anderes? Ja, guck mal in deinen Katalog rein. Also was anderes in welcher Kategorie? Eines nach dem anderen. Zum einen, okay. Unter Forstmaschinen würde ich gern was kaufen wollen. Und zwar den Jens BA725D. Ja, also den Häcksler. Den kleinen Häcksler, nicht genau. Den großen. Ja, genau. Ja. Da bräuchte ich mal einen Kostenvoranschlag. Einzeln oder weil sie ja von mehr gesagt haben? Oder ist das davon nur... bräuchte ich einen Kostenvoranschlag. Okay. So. Und dann kommt es drauf an, wie viel du mir entgegenkommst. Mhm. Dann würde ich eventuell noch einen Scorpion King brauchen. Mhm. Gut, willst du den Jens einmal extra haben und dann Jens mit Scorpion King oder den Scorpion King und den Jens beides getrennt? Dann kannst du mir auch gesamt machen. Okay, der Jens ist, der Scorpion King, also den ganz großen, den Ponze. Den Scorpion King. Scorpion King, ich glaube... Da sind sie so mit, die von den, da kaufen sie sich auf jeden Fall was Großes. Ja, ist leider notwendig, sonst rentiert sich mein Betrieb leider nicht mehr so. Wenn sie das alles per Hand machen, weil ich habe ja gehört, dass sie auch recht viel zu tun haben. Ja, eben, deshalb, ich muss ein bisschen auf die Effizienz gucken. Sagen Sie mal mir bitte beim Scorpion King, mit welcher Bereifung Sie das hätten. Standard. Standard. Ja, der Push, der hat gemeint, wenn man da die Ketten drauf macht, das ist nicht wirklich... mehr pflegen, mehr bodenschonender. Naja, sagen wir es mal so, auf der Straße haben sie ein größeres Problem. Da schlagen sie Furchen. Nee, das Ding fährt ja nicht auf der Straße. Ja, aber zum Transport. Ja, für was gibt's ein Transportunternehmen beim Jürgen? Ja. Wenn das ihnen zu teuer würde, könnte man ja auch gucken, ob der Komatsu für sie eine Alternative ist. Wenn sie mir den mal zur Verfügung stellen, könnte ich das ausprobieren. Machen wir erstmal, rechne Ihnen jetzt gerade erstmal das mit dem der Jens und den Scorpion King. Yep. Oh je. Tut die komplette Butter oder was? Also, beide mit Mehrwertsteuer und meiner Gewinnspanne. Okay, können Sie mir das gerade nochmal aufschlüsseln? Also, Also Nettopreis? Also es ist ja Nettopreis, also alles ohne Mehrwertsteuer sind 504.000 Euro. Mhm. Dann 54.000 Euro Mehrwertsteuer. Mhm. Nee. Doch. Da habe ich, das wird sogar, nein. Das sind, ein bisschen weniger. Das sind 50.400, okay, lassen Sie es mich nochmal kurz rechnen. Mhm. Dum, 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 dum. Sechs, 604.800. Ich glaube, dein Telefon klingelt. Hallo? Hallo, Trissa hier. Ja, sind Sie beim Händler im Moment? Nee, ich bin gerade beim Edeka, aber werde wohl in den nächsten paar Minuten hochkommen. Ah, okay, dann fahre ich mal zu Ihnen schon mal los. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Herr Warunner, genau, also 604.800. Besteht aus 504.000 Euro Listenpreis. 50.400 Mehrwertsteuer und 50.400 meine Gewinnmarge.
falls Sie sich jetzt nicht wundern, weil Sie denken wegen Steuern, ich muss doch wahrscheinlich auch, also ich nehme 10%, nicht, dass Sie denken, dass ich Steuerhinterziehung mache mit Umsatz, mit meiner Lohnsteuerabgabe. Das mache ich extern. Also das geht nicht zu Lasten von Ihren Preisen. Das geht nicht zu Lasten von Ihren Preisen. Deswegen. Verstehe ich jetzt nicht. Aber ist egal. Was können Sie denn am Preis noch machen? Was können wir am Preis noch machen? Ja, ich kaufe da mal eben ein kleines Vermögen bei Ihnen. Ja, das stimmt. Scheiße. Das war der Wecker. Das war mein Wecker. Haben Sie den immer dabei? Ja, der klingelt manchmal ein bisschen. So, lassen Sie mich da mal kurz überschlagen. Ich könnte Ihnen einen Nachlass von 20.000 Euro geben. Da wären wir bei 584.800. Das ist schon ein gutes Stück. Kommen wir auf 85 glatt. Ja, komm. Okay. Dann mal Hand drauf. Ich organisiere die Finanzierung. Ja, Sie rufen mich an, sobald das soweit ist. Genau, und dann melde ich mich nochmal zur Bestellung. Ja. Okay, super. Genau. Dann danke ich recht schön. Jo. Bis dann mal. Tschüss. Ja. Puh. Aber ist eigentlich vom Preis her okay. Jetzt sollte ich nur noch mal mit Neumann kurz telefonieren. Jo. Hallo, ist der Neumann? Jo, Neumi, ich bin's. Jo, was los? Ich komme jetzt hoch wegen dem Saatgut. Ja, gut. Und dann müsste ich noch was Banktechnisches mit dir besprechen. Ja, ich muss auch noch Geld von dir eintreiben. Schon wieder? Von letzter Woche. Okay, ja. Bin in 5 Minuten oder so da. Jo, ich fahr hinten bis gleich. Noch. Bis gleich, tschüss. Tschüss. Gut. Also, wir müssen 85. Ich muss eigentlich eine 500.000 muss ich aufnehmen. Das ist schon einiges. Ich meine, durch die Ernte kriege ich jetzt wieder Geld rein. Also 85. Wenn ich das kriegen könnte, dann könnte ich mir das leisten. Ey. Hoffen wir mal, dass das hinhaut. Hallo? Neumann? Ja, wo ist denn der?
wie ausgestorben hier. Ist keiner da. Boss, steig mal ein. Ja? Neumann, wo bist du denn? Ja, bin auf dem Weg zum Hof. Ah, gut. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Okay. Aber es läuft hier, es läuft hier. Alles eigentlich soweit, finde ich gut. Er produziert wohl ganz ordentlich. Saatgut ordentlich da. Hat Dünger jetzt nicht so viel und Kalk gar nichts. Okay. Ich wurde da fast nicht mehr. Jo. Sehr klar. Und mit dem fährst du denn zum Feld? Ja, klar. Volker! Jo. Ich sehe schon, bei dir läuft's ja eigentlich hier produktionstechnisch ganz gut, ne? Ja, tatsächlich schon. Ja. Du, aber ich brauche Finanzberatung. Finanzberatung? Ja, ich brauche wahrscheinlich einen klitzekleinen Kredit. Eine halbe Million. Eine halbe Million? Ja. Also, weißt du, es steht halt ein bisschen die Existenz auf dem Spiel. Also, die Sache ist die, ich kann nicht effizient produzieren im Moment. Weil das frisst einfach viel zu viel Zeit. Und deshalb müsste ich halt zwei Neuanschaffungen machen. Und dafür bräuchte ich eine halbe Million, eigentlich sogar 580.000. Aber 80.000 habe ich gerade noch auf der Kante und eine Ernte steht ja an. Von dem her wäre halt eine halbe Million schon notwendig. Halbe Million? Ja. Vielleicht kannst du das mal prüfen bis Ende der Woche. Ob das drin ist. Ja, das denke ich schon. Und dann wolltest du mir ja noch sagen, dass ich was zahlen muss. Genau. Warte, Moment, ich... Das hört sich aber schlecht an. Ja, wie viel? Also Sprit fällt 81 Spritzen und Strohabfahren auf der 109 sind es 10.200. Ich dachte, du redest vom Kreditrückzahlung, der noch offen ist. Nee. Das ist doch gleich. Wie viel hast du gesagt? 10.200. Fällt mir gerade ein, ich habe auch noch einen Steuerbescheid gekriegt. 10.2. Ja, genau. 10.200. Habe ich dir gerade überwiesen per Online-Banking. Müsste ankommen. Warte mal, dann mache ich gerade einen anderen Scheiß auch noch. Wie viel war denn das an die Gemeinde? Ich glaube 7.100. 7. So, Volker. Ja. Du wolltest Saatgut kaufen. Ja, oh ja, das wollte ich auch noch. Warte, ich fahr. Steig ein. Ach nee, muss das sein? Muss ja nicht hingehen. Ja, aber in so ein Teil reinsitzen, ey, da kriege ich ja schon Kopfschmerzen. Ach. Rein von dem hässlichen Grün. Ja, ich muss halt ich muss ganz viele verschiedene Fahrzeuge haben. Eigentlich nicht, aber Vielfalt ist halt gut. Wo hast du denn dann? Ach, da hinten.
Warum parkst du denn da? Ich wusste ja nicht, wo du dich rumtreibst. Ich dachte, du wärst im Haus. Ich sollte zwar nächstes Mal die Tür zumachen, ey. Ich konnte einfach reinspazieren. Ach, nicht deine das Haus kommt eh weit weg, also... Deine Unterlagen im, sahen interessant aus. Ja, bin halt gerade am Ausräumen. So. Ja, aber ich würde sagen, fahr du doch rüber und mach ihn voll, dann kann ich nämlich, kurz noch was anderes klären. Jo, gut, mach ich. Dankeschön. Maschine jetzt aus. Mit dem Finger drin ist oder was? Hallo? Jo, Jürgen, ich bin's, hi. Moin. Du, ich bräuchte, kannst du mir meinen, mein Häcksler vom Wald zum Händler bringen? Ja. Kann ich. Heute Abend noch? Ja. Wäre ganz wichtig. Ja, küchen. Okay. Super. Und dann sagst du dem Händler einfach, dass er den zurückgibt. Ja. Ich wollte noch irgendwas. Ich hätte auch noch was von dir. Hast du noch ja, deinen. Ist dein Drescher gerade frei? Ja. Ja, ich müsste nämlich Feld 81 ernten. Beziehungsweise, wenn du nichts zu tun hast, darfst du nicht da ich auch. Bin am Säen. Ah, okay. Ja, dann würde ich nachher vorbeikommen und den Drescher abholen. Okay. Oder morgen früh, ich weiß noch nicht genau. Jo. Gut, passt erstmal. Tschüss. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Macht's gut. Tschüss.